Nur mal gucken, ob es theoretisch möglich ist. Ich drücke mal auf Start. Wir spielen eine Runde Plants vs. Zombies. Gut. Eigentlich sollte es jetzt alles passen. Ich bin hier schon im siebten Level. Ich wollte doch wieder von Anfang an starten. Dafür machen wir einfach mal einen Test-User. Okay. Ich vermute einfach mal, dass das Klicken noch euch auf den Keks gehen wird, aber das kommt auch, weil ich nicht mein richtiges Mikro benutze. Das kommt dann später. So, Plants vs. Zombies ist im Endeffekt so ein kleines Strategiespiel, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich denke eigentlich, dass ihr das kennen solltet. Wir müssen unseren Garten vor Zombies verteidigen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir Pflanzen platzieren. Am Anfang lernen wir das erstmal, dass wir zum Beispiel so eine Pflanze setzen können. Die kann dann so Erbsen oder Kerne verschießen. Es ist immer wichtig, dass wir die Sonnen aufsammeln, damit wir weitere Pflanzen setzen können. Und in den späteren Leveln gibt es dann immer mehr Pflanzenarten oder auch so Stopper, das sind riesige Kartoffeln, die dann die Zombies aufhalten können, damit die hinteren Geschütze die ausschalten können. Und so funktioniert das dann nach und nach, bis wir die letzte Welle überlebt haben. Hier unten ist immer der Fortschritt der unterschiedlichen Level. Ich sehe gerade, dass ihr gar nicht meine Maus seht. Moment. Wo stelle ich das ein? Settings. Lock Position. No. Color. Screen. Show Maus. Also ich habe es enabled. Eigentlich müsste es funktionieren. Wenn nicht, wissen wir es fürs nächste Mal. Wir haben jetzt auch schon das erste Level abgeschlossen. Wir haben unsere erste Besonderheit bekommen. Wir können jetzt auch Sonnenblumen pflanzen. Die Sonnenblumen sind dafür da, dass man mehr von den Sonnen einsammeln kann und dadurch auch mehr Geschütze zum Beispiel bauen kann. Wir gehen einfach mal ins nächste Level. Hier bekommen wir immer angezeigt, welche Zombies das nächste Mal erscheinen werden. Sonnenblumen sind eigentlich nicht gut, wenn man die letzte Reihe setzt. Wieder ein Anfängerfehler von mir, aber in den Tutorial-Level natürlich noch nicht so schlimm, weil es ist zwar immer toll, wenn die Sonnenblumen hinten geschützt stehen, nur wenn hier hinten eine Reihe von Geschützen stehen würde, könnte man natürlich, wenn ein Zombie mal durchmarschiert, ihn vielleicht noch im letzten Moment aufhalten. Deshalb stelle ich meine Sonnen immer gerne in die zweite, wenn nicht sogar in die dritte Reihe. Ich habe hier doch erstmal genug Zeit. Das erste Zombie-Line wird nicht sonderlich schnell sein, deshalb immer am Anfang schön viele Sonnenblumen pflanzen, dann wird man auch nie Probleme bekommen, dass man zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung hat. Man sieht ja auch immer, in welcher Reihe die Zombies kommen. Man sollte natürlich auch nur dort, zumindest am Anfang, die Geschütze setzen, wo auch Zombies anrücken. Es würde jetzt natürlich nichts bringen, in die Mitte eine Sonnenblume zu setzen. So, da ist schon wieder der nächste. Dieser Runde haben wir nur unsere beiden, deshalb ist es natürlich selbstverständlich, dass wir auch nur diese beiden Sachen einsetzen können, aber das reicht ja. Wir wollen ja erstmal die Sachen alle kennenlernen und im Endeffekt möchte ich ja auch nur gucken, ob das mit dem Stream funktioniert und ob das einigermaßen für euch erträglich ist, dass ich leider mit meiner langsamen Internetverbindung nur in 480p streamen kann. Es wäre nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ich sage in die Kommentare und nicht in den Chat, weil ich dieses Video auch auf jeden Fall bei YouTube hochladen werde.
einfach, dass mir auch meine Abonnenten mal sagen können, ob sie überhaupt sich dafür interessieren. Jetzt muss ich gerade ein bisschen aufpassen. Naja, aufpassen ist zu viel gesagt. Das ist die letzte Welle des zweiten Levels. Da kommen dann immer die restlichen Zombies, die sonst noch nicht am Zuge waren. Und weil wir so viele Sonnenblumen haben, haben wir das alles locker hinbekommen. Wir haben unsere dritte Karte, das sind Kirschen. Die kann man auch immer, wenn Not am Mann ist, weit nach vorne setzen. Die explodieren dann sofort und ziehen ein paar Zombies schnell mit in den Tod. Ich werde jetzt noch mit euch das dritte Level spielen. Danach lade ich das dann mal hoch, gucke mir mal die Qualität an. Ihr könnt mir, wie gesagt, das auch unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mir natürlich gerne was Passendes mitteilen. Oder ihr könnt mir auch hier einfach mal auf Twitch folgen. Vielleicht kommt dann da ja in Zukunft mal was Neues. Oder, naja, PN, die ganzen Kontaktmöglichkeiten stehen bei mir immer unten unter dem Video. Ihr werdet schon einen passenden Weg finden. Der ist so langsam, da kann ich erstmal meine Reihe Sonnenblumen fertigstellen und warte jetzt auf ein bisschen mehr Energie. Setz die erste Erbsenkanone und weiter geht's. Es gibt übrigens im Moment bei PSN, weiß ich zufällig, Plants vs. Zombies Garden Warfare, also den Titel, in dem ihr mit den Zombies, aber auch mit den Pflanzen in einem Ego-Shooter antreten könnt, gibt es für, lasst mich nicht lügen, um die 15 Euro. Wenn das was für euch ist, könntet ihr vielleicht mal danach schauen. So als kleiner Tipp. Ich hole mir eigentlich immer gerne Spiele, wenn sie gerade im Angebot sind. Auch diesen Titel habe ich mir damals mal im Summer Sale geholt, ist aber schon lange her. Zwischenzeitlich gab es den Titel sogar mal kostenlos auf Origin. Aber mit Origin stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Mir reicht es eigentlich, wenn ich bei Steam meine Daten angeben muss. Da muss Origin nicht unbedingt sein. Obwohl ich natürlich Origin auch zwangsweise zum Beispiel für so Titel wie Titanfall benutzt habe. Da gibt es übrigens auf meinem Kanal auch ein Let's Play zu. Wenn euch das interessiert, das war zwar eins meiner ersten, noch nicht so ausgereift und noch nicht so gut, aber es ist, glaube ich, trotzdem relativ sehenswert. Dieser gerade, jetzt habe ich so viel gelabert, dass der nächste Gegnertyp schon weg war, aber da kommt er schon wieder. Das sind Zombies mit diesen Kegeln auf dem Kopf. Die sind ein bisschen stärker, weil sie einen Helm aufhaben, auch wenn es ein Kegel ist. Und da ist es dann halt immer ratsam, mehrere Geschütze zu haben. So, die Zombies kommen. Ich denke eigentlich, dass ich gut ausgestattet bin. Wie ihr seht, hier läuft auch immer so ein grauer Film über die Karten. Man kann nicht immer einfach die Einheiten spammen. Man muss immer eine Zeit lang abwarten. Und ich werde jetzt sogar mal warten und die Kirsche setzen, um euch die einmal zu zeigen. Ist dann eine Instant-Bombe, die auf alle drei Reihen hier jetzt ihre Wirkung ausgeteilt hat. So, wir haben das nächste, habe ich euch schon am Anfang von erzählt, das ist die Kartoffel. Die Kartoffel kann man so als Stopper setzen. Wenn viele Zombies in einer Reihe kommen, kann man die dadurch einen Moment aufhalten und dann mit den Geschützen fertig machen. Vielen Dank fürs Zusehen bzw. fürs hinterher Zusehen, wenn ich es bei YouTube hochgeladen habe. Das war jetzt wirklich nur ein Test, um zu gucken, wie es mit dem Stream funktioniert. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob alles gut funktioniert hat oder ob ich noch irgendwelche Sachen verbessern soll. Vielleicht den Mikrofonton lauter, den Spielesound leiser. Bevor ich jetzt noch lange rede, danke fürs Zusehen. Bis dann. Man sieht sich.